Aber schauen wir mal, als es jetzt schon wieder Sommer werden würde, wäre natürlich krass. Dann wären wir fast schon wieder zu früh, muss ich sagen. Auf der anderen Seite wäre es recht schön. Ich setze mal einen Winterhead auf. Und der steht ja richtig gut, die Mütze hier. Aber, ja. So. Da liegt noch so eine von seiner Evil Flower. Eine Blüte quasi. Aber wir sind ja wegen den Hasis hier. Hasi, Hasi, Hasi. Check Trap. Wo ist denn der Hase jetzt hin? War da keiner drin oder was? Check Trap. Check Trap. So, ich könnte hier oben eigentlich fast nochmal zwei Fallen aufstellen. Ich habe das Material nicht dafür. Ich muss ganz dringend, das darf ich nicht vergessen, Leute. Muss ich aus meinem Lager noch Ding rausholen. Ne? Grass. Cut Grass. Weil ich will jetzt hier echt nicht... Die Mütze sieht echt gut aus. Ich will hier jetzt echt nicht dann dastehen und kein Feuer machen können, weil ich kein Grass in der Tasche habe. Ich glaube, drei reichen jetzt gerade noch für ein Campfire. Aber, naja. Wir müssen es ja nicht so, so extrem knapp halten hier. Oh, der Baum ist so klein, ich fäll ihn trotzdem. So. Und gleich kommt Triggerhard, weil ich einen zu kleinen Baum gefällt habe, oder? Nein? Okay. Gut. Wieder zurück ins Warme. Ja, da lang. War mir das gerade nicht bewusst, dass da ein Ding ist. Eine, so ein Einschnitt, ne? Weißt schon, so ein... So flüssige Masse, Wasser. Guck mal, den Hasen kann ich auf jeden Fall noch mitnehmen hier. So viel Insulation habe ich auf jeden Fall bei mir, dass das funktioniert. Und im nächsten Winter habe ich dann hoffentlich einen Call of Hunten schon mal gesehen. Ja, ich bin jetzt so größenwahnsinnig. Ich gehe davon aus, dass ich noch einen zweiten Winter erlebe. Muss sagen, aber momentan sieht es halt echt nicht schlecht aus, ne? So, hier machen wir jetzt erstmal warm. So, ich ziehe mir den Meaty Sew rein, 101 auf 150, alles klar, hätte ich noch warten können sogar. Und jetzt wird es gerade schon knapp mit Gemüse, das merke ich jetzt erst irgendwie. Weil meine Farms nicht mehr funktionieren, ne? Tja, wir haben halt Meaty Stew im Winter, ist mir auch wurscht. Oder halt die fetten Meatballs mit nur Fleisch kann ich auch machen, beziehungsweise Monster Meat. Da habe ich ja keinen Mangel dran an normalen Fleisch, überhaupt nicht. Also da ist hier Hasenfarming einfach echt das Nonplusultra, muss man einfach so sagen. Ne? Also I have killed it. Ich weiß jetzt nicht genau, was er angeguckt hat, was sie angeguckt hat, aber sie hat es getötet. So. Hier ist alles voll. Gut, es dämmert. Es dämmert. Ich grabe jetzt hier mal mit der Schaufel. Grabe ich jetzt mal hier drüben meine ganzen Baumstümpfe aus, weil die nerven mich. Ich weiß, das ist jetzt schon fast ABM-mäßig, aber... Puh. Wer Core der Core, ne? So, und da müssen wir mal gucken. Abigail braucht, glaube ich, 3 oder 4 Tage. Will ich natürlich auch sehr gerne wieder bei mir haben, keine Frage. Aber müssen wir noch ein bisschen warten. So, plant. Ich glaube, das war vorhin nur ein Bug, dass das nicht ging. Weiß nicht, ob der Boden so gefroren sein kann an manchen Tagen, dass man nichts mehr einpflanzen kann. Ich meine, logisch wäre es, aber ich glaube trotzdem, dass das nicht beabsichtigt war. So, haben wir wieder ein bisschen was. Ja, und auch hier mit Jerky kann ich mich problemlos irgendwie über Wasser halten. Also es läuft echt ganz gut, bin ich der Meinung. So, und die zwei Hasen kann ich auch so im Inventar behalten, zwecks Rabbit, ihr Muff eigentlich, ne? Achso, ja, und was ich natürlich nicht vergessen wollte, darf, was auch immer, ich lege jetzt mal kurz Logs nach. Ja, ich weiß, es waren Logs. Cutgrass. Habe ich gar nicht mehr so viel, so wie es aussieht. Aber es bringt mich noch über den Winter, aber neue Fallen baue ich jetzt trotzdem keine. Examine Crop, wie sieht es damit aus? Keep growing, I'll wait.
Also es wächst halt... Am Anfang des Winters ist das doch noch gewachsen. Ich verstehe nicht, warum sich's jetzt nicht mehr machen lässt. Nee, also... Es will nicht. Es will einfach nicht. Nicht weiter wachsen. So, was kann ich denn so für meine Sanity tun? Ich könnte mir mal so einen Hut machen. Ein Garland, okay. Funktioniert eher nicht. Ein Straw Hat, how fashionable. Genau, den will ich gerade nicht machen. Beefalo Hat. Be one with the herd, smell included. Top Hat, the classiest of all hats. Leute, wir haben so viel. So viel von dem Mist. Ich baue mir einen Top Hat. Ich dachte, der wäre hier gewesen irgendwo. The classiest of all hats. Oh, guck mal, hier sind noch viel mehr Sachen. So, Dapper West braucht 8 Hundezähne. Was, die kann ich mir schon machen? Also klar kann ich die schon machen, aber sie ist gar nicht so... Naja, muss ich mehr Hunde erledigen. Sie ist jetzt nicht so weit weg von realistisch. Puffy West schaffe ich natürlich noch nicht. Fehlt mir der Koala von. Aber ich mache mal einen Top Hat. So, der regeneriert jetzt erstmal Sanity auf der einen Seite. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht der Grund, warum ich ihn gebaut habe. Sondern ich habe mal gedacht, hey, wie wär's denn mal damit? Vier Hasen, kein Thema. Vier Bretter kriege ich auch hin, glaube ich. Refine. 1, 2, 3, 4. So. Und wie viele Hasen waren es? Magic. 4 Hasen. Muss ich noch 2 aus der Kiste holen. 1, 2. So. Das kann ich zurücklegen. Und ja, bauen wir das Ding einfach mal. Dann haben wir es nämlich schon stehen. Genau, jetzt den Top Hat. Ich hoffe, das ist kein Problem, dass er gebraucht ist. Nein, ist es nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich lasse ihn dann, wenn das kein Thema ist, lasse ich ihn jetzt einfach mal ein bisschen auf. 1, 2 Tage noch. Einfach zwecks Rückgewinnung von Sanity. Und die Shovel lege ich weg. Zwecks Rückgewinnung von Sanity lasse ich den jetzt erstmal ein bisschen auf, bevor ich einen Umbau zu einem Magieinstrument da. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißen soll. Wie ging das, die Hälfte nehmen? So. Ja. Harvest Crockpot. Wir sind bei 98. Esse ich mal. Mahlzeit. So, wieder voll. Sanity ist auf 100, über 130. Und der Tag beginnt. Und was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich gehe mal zu meinen Schweinefreunden gucken. Setz jetzt aber trotzdem den Winterhead auf, lieber. Einfach so zu Zwecken der Warmhaltigung. Und schauen wir mal, ob es schon neue Schweine gibt. Eher nicht, ne? Abigail ist auch noch nicht bereit. Also. Lasse ich das hier alles mal gut sein. Sammeln wir noch ein bisschen Manure. Ich kann mir ein bisschen Straw hier, also ein bisschen Cut Grass unterwegs auch immer mit einsammeln. Nur weil das bei mir zu Hause nicht nachwächst, heißt ja nicht, dass ich keins mehr pflücken darf. Also weil es doch schon eine der etwas... Und die sind fertig mit ihrer Brunftzeit. Das heißt, ich kann da... Ja, ich kann die einfach anrempeln wieder. Ich kann da einfach mitten durchlaufen. Guck mal, da ist noch ein Morsel. Von was auch immer. Und kann mir Manure einsammeln und natürlich ein schönes Morsel, das da offensichtlich schon ein bisschen länger liegt. Aber es ist noch gut. 3-Sekunden-Regel. So. Cut Grass. Der Heatstone ist auch schon wieder leer. Ach. Das ist eher ein Coldstone als ein Heatstone, wenn wir ehrlich sind. Ja, nee, aber ich meine... Selbst wenn die Hilfe nur klein ist, die da bietet, also man kann echt jede Minute, jede Sekunde quasi, die man länger draußen bleiben kann, hier echt gebrauchen in dem Spiel. Ich habe das Gefühl, hier waren mal mehr Beefaloes. Habe ich echt schon so viele platt hauen lassen? Eigentlich nicht, oder? Oh, maximal 5 Stück, die wir getötet haben bisher oder so.
Obwohl, es gerade waren schon mehr. Also wisst ihr, was mich jetzt gerade so ein bisschen reizt, wenn ich ehrlich bin? In welche Richtung zeigt denn der? Ich weiß gar nicht, ob ich Pinguine angreifen könnte, wenn ich wollte. Oder ob mir das was bringt. Aber auf jeden Fall laufe ich jetzt erstmal wieder zurück ins Lager. So, da ist irgendwo wärmende Feuerstelle. Also noch nicht wärmend, aber jetzt. So, das sind 16, das sind 20, das ist gut. So, und ja. Nachdem wir jetzt kurz wieder warm sind, hole ich mir nochmal ein, zwei Hasen ab. Eins, zwei, eins, zwei. So. Dann. Eins, zwei. 1, 2, 3 und ein Monster Meat. Mach mir einfach erstmal wieder Meatballs. Den will ich jetzt nicht zum Meaty Stew machen. Den hänge ich mir hier wieder auf. Als Jerky für Sanity Boost. So, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Dann gehe ich mal, solange es noch hell ist, ein bisschen. Jetzt setze ich den Top Hat wieder auf. Um Sanity-Verlust auszugleichen, möglicherweise 135. Also ich denke, der gibt ein bisschen Sanity wieder, der Top-Hat, soweit ich mich erinnere. Um einfach hier noch ein bisschen Holz zu fällen, weil ich ja jetzt alles für die Bretter rausgehauen habe, die ich irgendwo im Inventar haben müsste. Da sind sie. Und dann kann ich vielleicht einfach auch nochmal ein, zwei Dings bauen, ein, zwei Kisten. Kann man ja alles machen, ne? Und dann pflanze ich irgendwo wieder ein paar Bäume an und dann ist der Tag auch schon rum. Und dann haben wir Tag 32. Und das ist immer noch Winter. Ich denke, dass das bedeutet, dass Winter dauert bis Tag 40. So, Abigail wäre bereit. Die hole ich mir morgen dann wieder. So, das war meine Axt. Ach, naja, gut, eine Axt kann ich ja schnell gemacht. So, zack, zack, zack. Das Ausgraben mache ich später von den Dingen hier wieder. Der Heatstone ist durch. So, da hat nur noch ein Schlag gefehlt. So, jetzt pflanze ich hier einfach nochmal so eine kleine Baumsiedlung an. Da ist ein Vogel. Sehr schön. Jetzt gehen wir zurück ans warme Feuer, bevor uns alles hier durch die Lappen geht. Da hauen wir ein bisschen Fuel drauf. So, Harvest Crockpot, Mahlzeit. Gut, 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 gut. Wie fein. Eins, zwei, drei. Und Structure. Und ich baue mir eine weitere Chest. Wenn sie irgendwo hinpasst, dahin. So. Nice. Und der Top Hat sieht immer noch gut aus. So. Lege ich da trotzdem eins drauf. So. Jo, 140. Die Sanity ist tendenziell eher gerade am steigen, was ich jetzt nicht schlecht finde, wenn ich ehrlich bin. Einmal, zweimal. Dreimal Rabbit. Eins, zwei, drei. Einmal Monster. Zack. Guck. Und Jerky wäre bereit zum Verzehr. Will ich gerade aber eigentlich gar nicht. Das muss ich immer wieder ein bisschen besser sortieren.